Pasta ist nicht gleich Pasta, haben sich vier junge Obwaldner vor 4 Jahren gesagt. Darauf haben sie selber angefangen, Teigaffen, wie sie es eben so schön sagen, zu produzieren. Das erfolgreiche Start-up-Unternehmen bringen wir Ihnen heute in der Sendung Perspektive ein bisschen näher. Pasta Razzi ist im 2012 Zarne in diesem Spezialitätenladen gegründet worden und hat mittlerweile 2 weitere Filialen, eine in Stanz und eine in Luzern. Mit den selber gemachten Ravioli, Teigwaren, Soßen, Öl und Dessert hat Pasta Razzi den Umsatz innerhalb weniger Jahre können verfünffachen. Mittlerweile beschäftigt das junge Start-up 10 Mitarbeiter und hat erst gerade den Neuunternehmerpreis von der Gewerbetreuhand AG gewonnen. Ich stehe jetzt hier mitten in dem Laden, wo das Abenteuer Pasta Razzi angefangen hat. Bei mir ist einer der 3 Geschäftsinhaber, der Markus Horschler. Markus Horschler, mögen Sie sich noch erinnern an den ersten Tag im eigenen Laden hier in Zarnen? Ja, sehr gut. Hallo, ich bin der Markus. Du mich gerne duzen. Also ist das so ein bisschen bei euch? Ja, das ist eine kleine Philosophie, wie wir gerne mit den Leuten umgehen, wenn das okay ist für dich. Ist okay, ja. Ja, super. Ja, den ersten Tag mag ich mich gut erinnern. Das war recht intensiv. Wir mussten hinter den Kulissen vor dem Vortag recht Gas geben, Pasta machen. Jetzt sind wir da bis spät in die Nacht in einem Ravioli produzieren, in einem Kämmerli. Und ja, haben dann knapp kurz vor Schluss noch mögen auftun und sind nachher ja, froh und voller Adrenalin natürlich, dass wir starten konnten. Also eigentlich einen schönen Tag. Ja. Die Ravioli-Geschichte hat euch ja auch ein bisschen bekannt gemacht, wirklich. Wieso gerade die Teigwaren und die Ravioli? Warum? Das ist so, wir haben das Spezialitätenläden übernommen. Und die Vorgänger haben da schon Pasta gemacht. Und wir haben uns gesagt, warum nicht die Pasta, also weitermachen ist sowieso klar gewesen, warum nicht die Pasta als Takeaway anbieten, frisch kochen am Kunden. Das ist das, was momentan den Zeitgeist trifft. Die Kunden wollen schnell essen, haben nur eine kurze Zeit für den Mittag, wollen trotzdem gut und bewusst essen. Und darum haben wir uns gesagt, ja, das ist genau das, was wir können, was wir wollen. Das passt. Es hat ja von Anfang an wirklich gut funktioniert. Was sind deiner Meinung nach Gründe, warum das es eben von Anfang an auch eingeschlagen hat? Gründe sind natürlich, wir haben natürlich ein grosses Umfeld auch da in Zarnen, in Obwalden, wo uns unterstützt hat, wo uns geglaubt hat. Und wir haben versucht, von Anfang an nahe beim Kunden zu sein. Und ich glaube, das ist schon auch ein Erfolgsrezept, dass wir uns nicht verstellt haben, sondern dass wir einfach so sind, wie wir sind. Und von Anfang an das Möglichste probiert haben, ein gutes Produkt dem Kunden zu bieten. Also hat es euch auch geholfen, dass ihr da in eurem persönlichen Umfeld, sagen wir mal, gross geworden sind oder angefangen habt und nicht irgendwo, wo man euch überhaupt nicht gekannt hat? Absolut. Das ist für uns auch, das hat uns auch den Rücken gestärkt. Das hat uns auch viel Lockerheit und lockere Atmosphäre in den Laden hineingebracht. Währenddem wir viel gearbeitet haben, viel Arbeit hatten, haben wir trotzdem immer wieder Leute da gehabt, die uns zum Lachen gebracht haben, unterhalten und halt auch in gewissen Bereichen können helfen natürlich. Ihr Know-how von ihren Jobs können mit einbringen. Schaut doch noch auf das. Ja, das hat uns sehr viel gebracht. Wir sind ja sehr schnell dann expandiert, haben den Takeaway-Filialen noch die Stanz aufgemacht. Dann auch die Produktion, am Anfang noch selber in der Küche gestanden, denke ich jetzt. Ja. Hat man dann auch ausgelagert. Es kommen dann ganz viele neue Aufgaben dann auf einen Gründer oder jetzt auf euch als Dreiergespann zu. Wie habt ihr das gehandelt? Sind ihr von Anfang an, habt ihr gewusst, wer was denn macht? Oder wie sind ihr mit dieser Situation umgegangen? Ja, das ist eine gute Frage. Am Anfang haben wir gedacht, alle müssen alles machen. Das ist auch für den Anfang ist es okay gewesen. Aber wie du gesagt hast, mit dem Wachsen, nachher mit Stanz, hat es immer mehr, das nicht mehr funktioniert, weil dann einfach alle Bereiche sind so gross geworden, dass gar nicht mehr jeder alles kann. Wir mussten uns ein bisschen spezialisieren. Wir haben dann geschaut, wer passt am ehesten wo rein und wer fühlt sich am wohlsten in welcher Rolle. Und dann haben wir einfach die Verantwortung davon aufteilen. Wir hatten auch gute Leute aus dem Umfeld, wo wir für Buchhaltung oder andere Sachen einspannen konnten. Also haben wir einfach das auch abgegeben, extern, wo wir wirklich gesagt haben, ah, das ist gar nicht so unsere Expertise. Genau, das war während dem Wachstum eigentlich der entscheidende Schritt gewesen. Sachen auch ganz abgeben an Leute, die das wirklich professionell möchten, dass wir an der Front sein beim Kunden und verkaufen, das, was wir gerne möchten, das, was wir können, auch das Kochen natürlich. Ja.
hat es dann auch irgendwo kritische Situationen gegeben. Ich denke, es ist ein Dreierteam, da tut man auch wirklich die Entscheidungen, wichtige Entscheidungen wie Investitionen oder so, zusammen besprechen. Ist es immer so aufwärts gegangen oder hat es auch irgendwo mal ja, so einen Knackpunkt oder gibt es auch Streitpunkte untereinander? Ja, also Streit, wir können konstruktiv diskutieren, das haben wir sehr gut können bis jetzt. Und wir drei harmonieren sehr gut, weil wir auch unterschiedliche Persönlichkeiten sind, ergänzen wir uns eher. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir diskutieren, aber es ist einfach in einem konstruktiven Rahmen. Ja, und ein Knackpunkt von dem her ist wirklich, dass während dem Wachstum zu merken, halt, jetzt müssen wir professionell werden. Jetzt müssen wir gewisse Sachen outsourcen, sonst mögen wir sie nicht mehr handeln. Markus, Teiggaffen sind eure grosse Leidenschaft. Pasta und Ravioli, die hier in Zarnen hergestellt werden. Wir wollten das anschauen, haben unseren Reporter Lukas Schneider vorbeigeschickt. Noch sieht es nicht wirklich nach Ravioli aus, was der Eros Coletta hier aufrollt. Der einzige Italiener im Pastorazzi-Team kennt sein Handwerk aber bestens und tüftelt immer wieder an neue Kreationen. Die Teig ist mit Randen und die Sorte von Ravioli ist mit Rotkraut und Marroni. Und ein bisschen Ricotta rein. Ciao, eine Ravioli saisonell. 3 bis 4 Mal in der Woche kommen so rund 100 Kilo Ravioli aus der Maschine. Für das junge Team war von Anfang an klar, dass nur frische und regionale Produkte bei ihnen in den Topf kommen. Der Claudio Meier ist seit Anfang an dabei und kennt auch die Herausforderungen, wenn man alles frisch macht. Wir sind alles Köche, von dem her sind wir auch genug Profis, um zu wissen, okay, wie macht man das jetzt am besten. Tut man es eher sortieren, tut man es eher ein bisschen pochieren vielleicht. Das Lebensmittel, dass nachher eigentlich der beste Geschmack so rauskommt. Mit der Lage der Produktionsstätte an der Sarnera sind in den letzten Jahren immer mehr Catering-Anfragen gekommen. Mittlerweile nützt Pastorazzi Firmenanlässe und Apros dazu, Essen zu einem Erlebnis zu machen. Wir schauen auch immer darauf, dass es eine möglichst lockere Atmosphäre gibt nachher am Anlass. Vielleicht auch versuchen wir mit den Leuten aktiv zu kommunizieren und ein bisschen Showkochen machen. Dass du gerade so am Anlass so ein bisschen Lockerheit. Und die Leute finden es interessant, auch wirklich mal zu sehen, wie die Produkte alle so hergestellt werden am Catering selber. Und für uns ist es auch super, wenn die Leute so mit einer Freude nachher rausgehen. Mit Freude stehen auch die Mitarbeiter in der Küche. Mittlerweile sind die Ravioli parat für einen nächsten Schritt. So, nachher. Die Ravioli kommen dann in die Reismehl zum Trocken. Ob Rande, Hirsch oder Alpler-Ravioli, die Möglichkeiten für neue Innovationen gehen Pastorazzi in Zukunft nicht aus. Bei den Kreationen von der Ravioli ist es eigentlich noch lustig, dass man da hat ja auch wieder eine Idee, hey, komm, wir machen doch mal das jetzt. Zum Beispiel im Herbst kommt das, ein bisschen Rohkraut, ein bisschen Kürbis zum Beispiel. Da können wir auch spezielle Sachen machen, wie jemand mal die Idee hatte mit ein bisschen Randen und Feta, sind gute Kollegen. Da haben wir daraus ein Ravioli gemacht. So, jetzt die Ravioli machen wir in den Tiefkühler. Jetzt momentan, der Tiefkühler ist fast leer, aber heute und morgen produzieren bis am Abend. So sind die Ravioli bereit fürs Verteilen in die verschiedenen Filialen. Also richtig lustig sehen sie aus, wir haben es im Beitrag gesehen, die Ravioli. Markus, bist du jeden Tag wirklich noch mit Pasta dabei, Pasta reinhauen? Ja, Pasta essen nicht unbedingt. Wir haben jeden Tag ein verschiedenes Menü, es kann mal auch Reis sein oder ein bisschen Erdäpfel. Es gibt schon auch Abwechslung, ja. Wir haben es gesehen, im Beitrag auch ein Team, ein grosses Team, mit mittlerweile 10 Mitarbeiter. Speziell auch das Team, wie suchen dir das Personal aus? Wir haben erst auf einer Stelle ausgeschrieben. Die Leute sind auf uns zugekommen, wollten bei uns arbeiten oder mal schauen. Und es geht um Persönlichkeit. Wir wollen gerne, dass die Leute Persönlichkeit haben und durch das Team können ergänzen und ihre eigenen Ideen mit einbringen. Wir haben ja auch eine Zusammenarbeit hier in Zarnen mit Jugendlichen, die es ein bisschen schwerer haben. Wie ist das zustande gekommen? Sie sind ebenfalls auf uns zugekommen, weil wir Interesse haben, die Jugendlichen bei uns einzustellen, die sporadisch vorbeikommen, arbeiten. Und das hat sich als sehr positiv
hat es herausgestellt. Die kommen vorbei, bringen sich in den Alltag ein, sind gut einsetzbar. Es ist so wie für uns wie für sie ist es eine gute Situation. Dadurch, dass wir so ein bisschen eine lockere Atmosphäre pflegen untereinander, ist es für sie auch mal vielleicht ein bisschen eine andere Art, den Arbeitgeber wahrzunehmen. Halt auch auf eine lockere Art, aber gleich halt mit einem gewissen Respekt. Wenn man immer grösser wird, wie wichtig ist es genau, dass man vielleicht solche Sachen behalten kann, jetzt für euch selber? Umso mehr, das so verlierst du nicht so das Wichtige aus den Augen, habe ich das Gefühl. Das ist, da merkt man, also um das geht es eigentlich, um ein gutes Klima, um gute Mitarbeiter, egal wie gross man ist. Der Markt ist gleich natürlich hart umkämpft. Spezialitätenläden gibt es nicht nur einen, Takeaway sowieso auch nicht. Jetzt das Catering, das mittlerweile schon 30% von eurem Umsatz ausmacht, auch sehr schwer. Wieso sind ihr in diesem Markt hinein? Es hat sich so ergeben. Und zwar, weil wir hier vor den Leuten frisch kochen, haben die Kunden gesagt, warum machen wir das nicht bei mir an der Hochzeit oder am Geburtstag. Und dann haben wir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Gehen wir raus an die Leute hin. Für uns ist natürlich auch jedes Mal gute Werbung. Wir präsentieren uns einem anderen Publikum. Und wir machen es nicht ganz gleich wie andere, weil wir meistens vor Ort frisch kochen. Der Erfolg gibt euch recht. Ihr könnt ja auch jetzt in diesem Jahr den Laden zu Luzern können eröffnen. Vielleicht ganz zum Schluss, Markus. Unsere Sendung heisst Perspektive. Wie siehst du Perspektive von Pasta Razzi? Ich sehe es so, dass wir jetzt die Standorte, die wir haben, festigen. Dass wir daran arbeiten, dass wir das vollumfänglich im Griff haben. Und dass wir in Zukunft weiter schauen. Also wir werden sicher nicht auf dem festgefahren sein, sondern wenn wir eine Option sehen, wenn wir einen Weg sehen, dann werden wir auch weitergehen. Markus, vielen Dank dir und deinem Team, dass wir hier reinschauen durften und weiterhin viel Erfolg. Danke dir vielmals, Philipp. Ihnen daheim danke ich fürs Zuschauen. Gerade im Anschluss gibt es dann die Sendung Geld, später dann die Nachrichten. Es würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Ade miteinander. Perspektive ist Ihnen präsentiert worden von der CSS-Versicherung. Ihre Perspektive ist auch unsere Perspektive. Ganz persönlich. Hauseigentümerverband Schweiz für Beratungen, Auskünfte, Dienstleistungen. Mit Frank Dürer wird Ihre Hand zum Schlüssel. So einfach, so sicher.